wahrscheinlich die Halbmenschen herbeirufen. Die passen irgendwie am besten hier, finde ich. Totenwasserdorf. Wahrscheinlich kommen hier gleich ganz viele komische Wesen aus dem Boden. Skelette und so. Moment, sehe ich hier nichts. Ist das eine ehemalige Kirche? Das könnte sein. Oh, die Halbmenschen verschwinden. Nein, nicht verschwinden. Da verschwinden sie auch. Das ist dann die Grenze des guten Geschmacks, wollte ich fast sagen, aber die Grenze der Halbmenschen. Oder Orks, wie ich sie immer liebevoll nenne. Also hier ist nichts, das ist ja schon mal nicht so spannend. Das sind coole Ruinen, ja, aber irgendwie ein bisschen leer. Da unten ist jemand, da fährt ein Boot. Da fährt ein Boot, tatsächlich. Krass. Also diese Ruine ist schon mal ziemlich leer. Cool gemacht, aber leer. Dann gehen wir zu der Ruine da unten. Wenn unsere Halbmenschen dort mit können, ich hoffe es. Ich habe sie immer so mit dem linken Auge, das rechte Auge auf dem Bildschirm, das linke Auge auf den Halbmenschen-Button. Da gibt es überall nichts. Was ist denn hier los? Ah, schaut mal hier. Steinschlüssel-Time. Machen wir aber nicht jetzt, weil wir jetzt erstmal den Kampf suchen müssen, solange wir unsere Halbmenschen dabei haben. Unsere Orks. Da unten streunen sie ja schon rum, die Orks. Und da sind sie im Felsen. Schaut euch das mal an. Die sind irgendwie im Felsen gefangen. Wir müssen wohl in dieses Wasser und vergiftet uns das. Oh, die Tibia-Seefahrer. Tibia-Seefahrer scheint mir ein Endboss zu sein, ein Zwischenboss. Mal schauen, wie schwer der für uns ist. Ja. Dankeschön für das Gespräch. Wäre wahrscheinlich der Vogel besser gewesen, oder? Das hängt da irgendwie fest. Ha, der hat irgendwie giftiges Wasser da dabei. Und er rudert mit einem Alpenhorn. Finde ich auch sehr, sehr lustig. Oh, jetzt ist er verschwunden. Jetzt haben wir seine Phase 2 getriggert. Jetzt packst du das Alpenhorn aus. Jetzt kommen irgendwelche Freunde für ihn. Da müssen wir jetzt aufpassen. So, die müssen wir nämlich loswerden, die Freunde. Ganz dringend. Wie viele Halbmenschen haben wir noch? Doch einige. Das war's, Freundchen. Wie viele Punkte gibt's? 2400, immerhin. Und die Todeswurzel, oder noch eine Todeswurzel. Und die Asche der Skelettmiliz. Dann können wir selber unsere eigenen Skelette herbeirufen. Cool. Ja, gut, dass wir unsere Goblins hatten, glaube ich. Also wir hätten es wahrscheinlich auch so geschafft. Aber die sind immer eine schöne Ablenkung, wenn du Freunde dabei hast. So, so. Schöner Gegner. Schöner Gegner. Ja, er hat uns gewarnt, ne? Da sitzen. Schaut mal.
Kein Wunder, dass die nicht gestorben sind, weil die sind immer noch hier in dem Felsen gefangen. Hallo, Freund! Diese Todeswurzeln können wir noch nicht wirklich einsetzen. Ich schaue gleich nochmal in den Tooltip rein. Was da nochmal genau stand bei diesen Todeswurzeln. Wo waren denn die? War es ein Schlüssel? Ich glaube, das war ein Schlüsselding, ne? Nee, da war es, genau. Diese werden von dem Bestienkleriker gesucht und verschlungen. Wir müssen erst den Bestienkleriker suchen. Gibt es denn hier was? Gibt es doch bestimmt noch irgendwelche Feinde. Ich versuche mal ein bisschen weiter wegzugehen, damit die Schmiedestein. Damit die Orks neu spawnen. Weil die spawnen dann irgendwie neu, wenn du zu weit weg gehst. Aber ich befürchte, die bleiben einfach da in dem Stein gefangen, weil ich sehe sie auch nicht. So, was gibt's denn hier in der Kirche oder im Tempel? Gibt's hier noch irgendwas? Ja, hier gibt's was. Schneller. Hier gibt's einen Pilz, na immerhin. Hätte ich mir so ein bisschen mehr erwartet, aber gut. Sehr schön gemacht, dieses Dorf. Gefällt mir richtig gut. Mit so einem Zwischenboss und... Oh, schau mal, hier ist noch jemand. Ach, das ist doch der Typ. Ja, wir haben dein Dorf gerade befreit. Stell dir das vor. Okay, Todeswurzel, ja. Aha. Vorstellen lassen, weigern. Wir sollen irgendeine Bestie kennenlernen. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, was wir da machen sollen. Aber eigentlich vorstellen lassen, ja. So, er hat es uns auf die Karte gezeichnet. Okay. Na gut. Sonst noch was zu erzählen? Gut, in dieser Kirche, glaube ich, waren wir noch nicht. Gehen wir mal kurz rein. Und dann haben wir ja immer noch dieses Gebiet. Ah, schaut mal, da sind noch ein paar Feinde. Sehr schön. Dann haben wir ja immer noch dieses Gebiet. Ja, ja, jetzt habt ihr gemerkt, dass ich da gekommen bin, ne? Ja, ja, Ruhe. Ganz die Füße stillhalten, bitte. Und da hinten wird auch noch gekämpft. Dann haben wir immer noch diesen... Die Halbmenschen sollen jetzt mal verschwinden. Dieses Ding mit den Steinschlüsseln, Steinschwertschlüsseln. Vielleicht gibt es da noch eine Truhe oder sowas. Und hier gibt es einen Talisman. Talisman, was rede ich da? Ein Skarabäus. Schneller. Bringt die Tränke zurück, okay. Gut, das werden sie fast verschwunden, die Halbmenschen. Jetzt bin ich wieder zurückgelaufen, ne? Egal. So, wo hat er uns das blockiert? Da. Das ist ja voll nah. Da ist das Portal. Da ist das Portal. Das ist ja da bei diesem See, wo wir vorher waren. Ich würde aber vorher ganz gerne in die Geldtunnel reingehen. Und zwar, glaube ich, in den Vordereingang, nicht in den Hintereingang. Die Jäger der Toten. Jetzt ist er nicht mehr da, jetzt ist er da. Okay. Sich bewegt. Interessant.
vorher noch eine goldene Rune. Genau, die holen wir uns nämlich. Jede goldene Rune kann wertvoll sein. Wir sollten sie alle holen. So, und jetzt nochmal gucken, wo ist dieser Zugang? Da hinten ist der. Ja. Wird auch schön beleuchtet. Sonst müssten wir hier eigentlich alles gefunden haben, in diesen Ruinen. Totenwasserdorf heißt das offiziell. So, wir haben genug Steinschwertschlüssel, ja. Wie viel müssen wir reinstecken? Einen, das ist gut. Ja, dann können wir unser... Achso. Ich dachte schon, wir können unser Schild nicht benutzen. Ja. Toll. Ich mache mal hier auf. Die Schildkröten lassen wir natürlich leben. Das sind ja keine Schildkrötenmörder. Die machen nichts. Also alle Gegner, die nichts machen, denen mache ich auch nichts. Und was kriegen wir? Ein grüner Schildkröten-Talisman. Sehr cool. Na, siehst du mal, den haben wir deshalb bekommen, weil wir den Schildkröten haben leben lassen. Das ist der Grund. Und was bringt dieser Talisman? Da oben ist er. Beschleunigt die Ausdauerregeneration. Das ist cool. Den würde ich gerne reinnehmen. Aber nur, wenn wir einen dritten Talisman benutzen können. Im Moment finde ich den noch besser, das blau gefiederte Schwert. Aber beschleunigt die Ausdauerregeneration ist schon ziemlich cool. Sehr schön, das hat sich gelohnt. Da hat sich auch wirklich der Steinschlüssel hier gelohnt. Das hat sich mega gelohnt. So, die Halbmenschen sind immer noch hinter uns her, in Anführungszeichen. Aber die werden gleich verschwinden, wenn wir jetzt ein bisschen weiter weggehen von dem Dorf. Hallo? Na, also, das gibt's doch nicht. Jetzt verschwinden sie. So, da oben steht noch eine Kirche. Die ist gerade so am Rand zu diesem roten Bereich. Ich glaube, da gehe ich mal hin. Ja, da gehen wir hin. So, von dieser Klippe haben wir einen Blick auf den Erdenbaum, wie es ausschaut. Wollt ihr uns wieder angreifen? Lasst mich doch in Ruhe. Mache ich doch gar nichts. Ah, okay. Ich habe keinen Vogel gehört. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so aufregend. Aha, hier sind wieder so Kriegsgräber, nenne ich das immer. Schaut ein bisschen so aus, finde ich, wie so ein Kriegsgräberfeld. Die ganzen Schwertern. Cool. Ja, das ist mehr so ein Präriegebiet hier. Wow, was ist hier los? Ist das Feuer? Schaut mal, ist auch so ein Präriewagen. Ja, sehr cool. Macht Invasion durch Anastasia, Verschlingerin der Blutbefleckten. Na, Fräulein, was willst du? Oh. Uns umbringen, offensichtlich. Au! Ne, wir sind tot. Wir sind tot! Ja, da müssen wir Serun irgendwie von der Seite holen oder sowas. Wo war denn der nächste Ort der Gnade? Ich glaube, der war bei diesem Dorf. Ja. Gut, dann ums Dorf herum. Ich meine, gut, wir können auch hier nochmal ganz kurz anhalten und für Recht und Ordnung sorgen. Den zuerst.
Pferd können wir auch wunderbar diese Dinger hier umreiten. Das gefällt mir immer ganz gut. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall den Skarabäus holen, weil jetzt haben wir nämlich einen Trank benutzt. Halt! Hier geblieben! Ah, blöd Mann. Egal. So, die Anastasia ist gar nicht so leicht zu besiegen. Ich muss mal gucken. Ah, schaut mal, da ist ein Riese. Ah, genau, das ist die andere Seite. Lasst uns diesen Riesen besiegen. Ich nehme jetzt nicht den Talisman rein. Sollen wir zuerst die Runen holen oder zuerst den Riesen besiegen? Ich glaube, wir holen zuerst die Runen. Gehen dann schnell weg. Ja, so machen wir das. Mir gefällt das Gebiet hier voll gut. Das macht voll den amerikanischen Wild-West-Flair. Guck mal, was wir hier haben. Ist das ein Hund? Zwei Hunde. Beziehungsweise ein besonderer Hund. Hey! Können Sie uns jetzt nicht leisten zu sterben beim 5000 Runen? So. 5000 Runen, die auf uns warten. Blitzfett mit Kordel. Okay. Unsere Runen sind da hinten. Ich gehe hier mal ein bisschen außen rum. Festung. Wunderbar. Ich wollte außenrum gehen, damit wir die nicht triggern, diese Anastasia. Da sitzt jemand. Feind. Ja, gehe ich jetzt erstmal nicht hin. Später. Erstmal die Runen holen. Verblasste Erdblattblume. Wo sind unsere Runen? Die müssten noch hier sein. Aha, schaut mal, und da ist auch ein Ort der Gnade. Den sollten wir auf jeden Fall aktivieren. Aber ich finde unsere Runen nicht. Da hinten sind die Runen. Ja. Also kurz den Ort der Gnade aktivieren. Kommen wir da durch? Ja. Dann können wir nämlich auch hier wieder spawnen. Das ist doch gut. Dann die Runen. Was haben die denn dabei hier? Oh, ein Handbuch. Sehr schön. Handbuch Nummer 14 und Handbuch des Missionars Nummer 3. Das hört sich wertvoll an. So, Runen. Dann schauen wir uns erstmal jetzt die Handbücher an. Die Handbücher. Die sein. Handbuch Nummer 3 bringt eigentlich der Schildkröten heißt Knochengiftfall, Knochengiftfall, Knochengiftbolzen. Aber die hatten wir doch schon. Missionar. Ich glaube, das war Missionar Nummer 3, oder? Nee. Silberner Federtierfuß und Weihwassertopf. Weihwassertopf kannten wir schon. Silberner Federtierfuß, okay. Das war eindeutig Nummer 3. Das wird schon das gewesen sein. Eingelegter Schildkrötenhals. Wahrscheinlich kannten wir die Knochengiftbolzen noch nicht, aber eigentlich kannten wir die schon. Ah, Giftknochenwurfpfeil haben wir jetzt. Den eingelegten Schildkrötenhals kannten wir vorher schon. Wo war der Giftknochenwurfpfeil? Das müssen wir uns anschauen. Und das andere, was wir bekommen haben, wo ist das? Das war da. Silberner Federtierfuß. Erhöht kurz die Objekterkennung. Okay, dann schauen wir mal kurz. Giftknochenwurfpfeil. Nee, das war da überall nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Da, hier, Giftknochenwurfpfeil. Gifttopf und Gifttopf, das war's. Nummer 14. Handbuch Nummer 14 und Handbuch Nummer 3, genau, das war's. Gifttopf kriegen wir auch. Was ist Gifttopf? Stinktopf kennen wir schon, Gifttopf. Auf Gegner werfen verursacht Vergiftung. Das ist eigentlich auch ganz cool. Dafür brauchen wir einen Giftpilz, der in den verfaulten Landen wächst. Das kriegen wir auch irgendwie hin. So, die Frage ist, wo gehe ich jetzt zuerst hin? Und ich denke mal, wir gehen jetzt nicht mit dieser Marika kämpfen,
sondern wir gehen jetzt zu dieser Gestalt, die da hinten auf den Klippen stand. Alles rot, schaut sehr geil aus. Schaut sehr gut aus. Schwelende Kirche heißt das Ganze. Cool. Wir kommen hier nicht hoch. Dann müssen wir doch zuerst mit der Marika kämpfen. Okay, gut, einverstanden. Da könnten wir unser Schwert in Flammen hüllen. Ach, wir haben gar keine Töpfe mehr, sehe ich gerade. Welche Töpfe könnten wir denn mal herstellen? Feuertopf wäre gut. Stinktopf, Grolltopf. Ich dachte, wir wollten irgendwas mal ausprobieren, ne? Bestienködertopf lockt Bestien an. Ich glaube, den Stinktopf wollten wir ausprobieren, ne? Verursacht tödliche Vergiftung. Das hört sich nämlich gut an. Machen wir mal hier 9. Und den müssen wir dann aber... Das finde ich ein bisschen blöd, dass man da nicht einfach alle Töpfe drin hat in diesem Schnellding. Sondern dass man da jedes Mal die Töpfe da extra reinmachen muss. Die können sich doch einfach gegenseitig da rein platzieren. So, da müsst ihr doch jetzt eigentlich kommen. Hallo, Marika? Kommst du nur einmal? Nee, hier kommt sie schon. Jetzt vergiftet? Ja, wir sind jetzt vergiftet. Ach, das ist ja blöd. Ich glaube, ich muss mal hier weg. Können wir unser Pferd rufen? Ne, geht nicht. Ich wollte einfach nur weg. Ich komme hier nicht mehr raus. Jetzt sind wir wieder vergiftet. So war es nicht gedacht. Sie sollte doch vergiftet werden. Nein, wir wollten dich treffen, nicht du uns. Sie wird durch den Giftschaden natürlich schon stark eingeschränkt. Können wir nochmal? Sind wir schon wieder selber vergiftet? Also die sind blöd, diese Töpfe. Siehst du, ne? Die sind doch irgendwie besteuert. Selber ständig vergiftet. Ist echt blöd. So, können wir? Au! Jetzt wollte ich ihr mal eine drauf. So, können wir noch mal? Jetzt ist sie auch ausgewichen. Blöd. Ne, die Gifttöpfe vergiften uns selber. Das gefällt mir gar nicht. So, wir haben sie. Sehr gut. Gegengift. Heiliger Skorpion-Talisman. Das hört sich doch auch mal sehr interessant an. Das muss ich sofort testen, was das ist. Die Gifttöpfe gefallen mir überhaupt nicht. Die machen wir jetzt mal schön wieder weg. Hier, wir haben hier nur noch 4. Wegwerfen bitte. Ah, wir haben die ausgerüstet, deswegen können wir die nicht wieder... Ah, ist das nervig. So, entfernen. Inventar. Bitte wegwerfen. Ja. Was machen wir stattdessen? Ich meine, da bleiben die Feuertöpfe. Kommen. Wir machen die Feuertöpfe. Konnten wir früher nicht 9 herstellen?